Ja, nimm ein Water Bucket, ist egal. Dann gehst du hier rein, schmeißt du das Wasser da rein und holst das Sludge da raus. Tada! Sludge. Manuals hat mit. So, wir können nehmen. Normale Samen brauchen wir nicht. Tomatsamen brauchen wir nicht. Bohnensamen brauchen wir nicht. Ender Lily Seeds. Brauchen wir nicht wirklich. Aber es ist schick zu haben. Also, Claim Reward. Und wir haben jetzt 5 Ender Lilies. Dann schnappe ich mir Soul Sand. 5 Stück. Darauf muss man nämlich platzieren. Und setzt die irgendwo hin. Hier zum Beispiel. 1, 2, 3, 4, 5. So. Pflanz. Was? Ich hätte schwören können, die platziert man auf Soul Sand. War das dann Netherrack? Gib mich mal bitte. Wir haben nur 2 Netherrack. Gucken wir mal. Havern ist manchmal ein wenig nervig. So. Nö, auch da drauf nicht. Sehr komisch. Na gut, weg, 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 weg. Ganz normalen Dirt. Ich weiß ja nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Da. Alle, hops. Ja, kann auch gut sein, dass ich wieder Gras brauche. Ne, da geht's. Sehr komisch. Aber, ne, ich bin mir zu 95% sicher, dass es irgendwo einen anderen Block gab, auf dem die schneller wachsen. Und eigentlich sollte es Soul Sand gewesen sein, aber okay. Also die Dinger brauchen ewig, ewig lange, bis sie voll gewachsen sind. Man darf kein Bohnenmehl benutzen. Wenn man Bohnenmehl benutzt, werden sie instant abgebaut. Was nicht so schön ist. Weil man sie wieder anbauen muss. Also einfach nur abwarten. Das ist das Wichtigste. So, gucken wir, was wir in unseren Reward Bags haben. Und Bungee Sticks. Das ist nicht so wirklich toll. Also wir können die jetzt oben hinsetzen, damit der Turm. Hallo? Damit der Turm besser funktioniert. Aber das könnten wir auch jederzeit, weil wir haben inzwischen doch recht viel Sugarcane. Oh, ich müsste hier mal kurz rein. Wir haben inzwischen schon recht viel Sugarcanes durch die Schwarzblock komische Geschichte da. So, Punchy, 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 Punchy. Warum kann ich da kein. Ah. Ich kann sogar mehrere auf einen Platz setzen. Das ist ja schick. Okay. Noch tödlicher. Und die Hive Slabs wurden eingesaugt. Natürlich. Also Vakuum sind teilweise doof. Ich hätte gerne meine Slabs, zack. Da. So, du kannst da rein, 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 rein. So. Slab. Da und da. Gut, was haben wir hier drin? Bam. 64 Redstone. Das ist okay. Redstone kann man immer haben. Also wir haben zwar 100 noch was Redstone. Oh nee. Ja doch, 131 haben wir. Jetzt haben wir 195. Also mal eben 30% mehr. Da kann man echt nicht meckern. Was wollten wir noch so alles Schönes machen? Wir wollten unten Energiegewinnung weitermachen. Dafür brauchen wir Kabel. Um das hier nach da zu verbinden. Danach. Da. Danach da. Dann brauchen wir noch mehr Exporte. Wir brauchen noch mehr Furnace und wir brauchen die ersten Magma-Dynamos. Und ich brauche Toastbrot. Ist da gerade ein Hühnchen lang gelaufen? Das war ein Fehler. Definitiv ein Fehler. Oh, also wir kriegen Level Up in unseren Waffen. Lifesteal. Ah, ist ja schick. Also jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwas töte, kriege ich Lebenspunkte wieder. Okay. Das ist cool. Trotzdem hätte ich gerne mein Toastbrot.
stoßt da. Du rein, du rein, du rein, du rein. Precision Exporter brauchen wir nicht. Wir brauchen stinknormale Exporter. Und wir brauchen wieder die runden Dinger und die schwarzen Dinger und so weiter. Oder haben wir da was vorrätig? Nee, haben wir nicht. Okay. Dann hätte ich gerne maximale Anzahl an den Dingern. Ein. Ein ist wenig. Fluix Dust. Wow. Wir haben weder Plastik, noch haben wir Quarz geschreddert. Das da müssen wir schreddern. Also nehmen wir drei davon. Dann nehmen wir Rubber. Den Rubber. Schmeißen ihn in die andere Furnace da. Und ich bin am Verhungern. Ja, 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 ja. So, so, so. So, ich hätte gern Induction Smelter, nein. Redstone Furnace, da kommst du rein. Pulverizer, der abgesaugt wird, da kommst du rein. Pulverizer, der abgesaugt wird, da kommst du rein. Und von den drei Pulverizern hier... Was? Der Pulverizer wird abgesaugt, richtig? Ja, also die werden alle abgesaugt, aber nur einer davon. Ist ein bisschen dekadent, oder? Ja. Oh, das war der falsche. Du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg. Ich mach den Hover-Modus mal aus, der stört gerade. Basic Import Bus da. Nur du brauchst einen Import Bus. Der Rest kann stinknormale Kabel hinten dran haben. So. Au. Okay, jetzt hovern wir nicht mehr sekundenlang oben rum, ohne irgendwas machen zu können. Jetzt fliegen wir hoch, fallen runter und wir haben Crunch-Geräusch. Auch nicht viel besser. Aber gut. Also, wir müssten jetzt genug Zeug da haben für Fluix Dust. Da. Gib mir. So, 64 Fluix Dust. Dann hätte ich jetzt gerne mehr von den Dingern. Und schon haben wir keine Goldchips mehr. Okay, wir brauchen Gold. Dünn, 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 dünn. Golddinger. Golddinger. Shift. 64 Stück. Sehr gut. Das waren auch mal eben 128 Redstone, ne? Also es war wirklich gut, dass wir die in den Beutel gefunden haben. So, die werden jetzt nach und nach eingeschmolzen, werden nach und nach zu denen da gemacht und wir können... Ja, er muss erstmal die 64 Rubber einschmelzen. Okay. Also die Maschinen brauchen jetzt Zeit. Flux-Infused Sickle. Press V to empower. Das klingt abgefahren. Aber eigentlich wollte ich die Zeit jetzt nutzen, während das alles eingeschmolzen wird, um meine Manylium-Picke zu bauen. Hier spawnt ganz schön viel. Na? Das war jetzt nicht cool. Wo kam der... Oh, oh, stopp, 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 stopp. Lila? Genau, erstmal einsammeln. Die ganzen schönen Sachen einsammeln. Au, oh, hey! Weg mit dir. Haben wir mal ein Jetpack? Jetpack? Ja, Jetpack ist da, okay. Das kam jetzt unerwartet. Also ja, ich wollte ein, zwei Gegner haben, damit wir zwischendurch unser Schwert aufwerten können. Aber da kam viel zu viel. F7? Oh. Das ist nicht gut. Da und da. Da. Hier ist alles cool. Da nicht. Da nicht. Nee, das muss echt nicht sein. Ah, hier oben drauf auch noch. Okay. Also theoretisch ein, zwei Spawnpunkte übrig lassen könnte man. Damit was spawnt, aber da habe ich einfach zu viel übersehen. Das war mein Fehler. Und, Waypoint, latest test, wegen dir. Jo, so. Manylium. 8 Ingots, sehr schön. Ich hätte gern einen Manylium-Kopf. So. Und dann hätte ich gerne ein...
Adait Barren. Wir haben kein Adait mehr im System. Das ist nicht gut. Weil, dann kann ich das Ding ja nicht reparieren. Das heißt, wir gehen jetzt in den Nether. Wir gehen jetzt in den Nether. Suchen Adait, bringen Arbeit wieder zurück. Adait, gießen dann hier einen Block ab, obwohl wir gar keinen Faucet mehr dran haben. Faucet, so. Gießen dann einen Block ab, reparieren damit unsere MacHackington, können dann die MacHackington zu Manillium MacHackington machen und dann haben wir ein super Tool. Sehr gut. Ting, ting. Eine Sache, die mir gerade auffällt, während wir jetzt im Nether sind, werden die ganzen Maschinen gar nicht geladen, ne? Weil wir keinen Chunkloader haben. Das sollten wir auch nochmal ändern. Ich glaube, das dürfte auch ressourcentechnisch nicht allzu wild sein. Aber erstmal eins nach dem anderen. Adait. Und die sollte nicht allzu viel Jetpack-Ladung verbrauchen, genau. Sondern nur, wenn ich wirklich irgendwo hin will. Bist du Kobalt? Nein, Lapis. Oh, und wenn wir Nether... Nether... Redstone sehen. Das sollten wir mitnehmen. Mitkommen. Quarz? Weiß ich noch nicht. Ist das ein Nether Redstone? Ja. Ding. Weil Quarz brauchen wir jetzt ja doch immer wieder für die Kabel und so weiter. Und dieses Flux... Das Zeug und so. Ich weiß nicht, wie schnell wir das wiederbekommen. Dazu bräuchten wir auch wieder Soul Sand. Und ich habe, glaube ich, nicht meine Diamantschaufel mit zum Soul Sand abbauen bei dem Punkt da hinten. Tungsten, Kupfer, nein. Hier, Quarz zum Beispiel. Oh, oh, oh. Bam. Ja, das war nicht gut. Okay, okay, ich lasse Quarz in Ruhe. Ist alles gut. Hops, bist du ein Diamantblock? Nee, Osmium. Komm schon. Tenanine, irgendwie komisches Zeug, was wir nicht benutzen können. Mehr Quarz. Komm schon, gib mir nur ein Adait. Das hatten wir da vorhin so viel. Hier ist wieder Schwefel, das ich nicht abbauen darf. Richtig. Richtig. Da sind zu viele komischen Pigmen. Da, Adait, sehr gut. Zack. Oh, gleich zwei. Zack. Und ab nach Hause. Ab nach Hause. Hover-Modus an und wii. Superman. Fliegt durch die Hölle. Das passt irgendwie nicht. Religiöse Themen. Oder Dantes Inferno, je nachdem. Und Superman passt nicht so wirklich gut zusammen. War das nicht eh seine größte Schwachstelle, Magie? Auch als ich fand es irgendwie doof, als sie angefangen haben, so zu viele andere Helden mit den Helden zu vermischen. Also wenn dann plötzlich bei Superman irgendwie, wie hieß die, Santana oder so auftaucht? Nee. So. Wir hätten gerne... Ding, 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 ding. Da, Manillium. Wir haben kein Kobalt mehr drin. Also wenn ich jetzt Adait reinschmeiße, dürfte nur Adait rauskommen. Es dürfte mit nichts digitieren. Gut, mein Kopf. Hatten wir nicht irgendwo... Genau, hier. Flop. Ich stehe da vollkommen im Weg. Oh, können wir inzwischen das Platin abbauen? Ja, können wir. Okay. Ich glaube, ich lasse sie so stehen. Mit dem Jetpack ist sie eigentlich vollkommen egal, da können wir drüber fliegen. Sieht sehr funky aus. Besser als eine Lava-Lampe. Nether Redstone, was machen wir damit? Also in welche Maschine packen wir es dann für möglichst viel Redstone bekommen? Nether Red. Rechtsklick. In einem Pulverizer kommen 24 bei raus. Ich denke, das werden wir nicht toppen können. Alternativ könnten wir es dazu machen und da, wenn wir es einschmelzen, bekommen wir ein. Ja, nö. Was ist das da? Cinnabar. Das hört sich an wie Cinnabon, aber das ist was anderes. Platinum Ore, das... Nee, komm. Das schmeißen wir einfach in Pulverizer und dann ist gut. Zing. Pulverizer, der exportiert, warst du.
Du bekommst das da. So. Und dann werde ich jetzt mal ganz kurz das Jetpack-Ding wieder ablegen, damit es hier aufgeladen wird. Denke dran, du kannst nicht fliegen. Denke dran, du kannst nicht fliegen. Und hoch. So, Ardite. Ardite abgießen. Klick. Repair. Dich da, dich da. Fertig reparieren. Dich da, dich da. So. Mining Speed 8. Durability 600. Mining Speed 9. Durability 1200. Sehr gut. Tada! Team Lila! Das müsste jetzt so ziemlich das beste Werkzeug sein, das wir haben können. Also ja, wir können noch tierisch viele Modifier raufklatschen, aber das Grundwerkzeug reicht mir eigentlich erstmal schon. Es geht mir nur darum, dass ich jetzt jederzeit in Nether gehen kann und das ganze fancy Zeug abbauen kann. Wie zum Beispiel das Schwefel oder Salpeter oder was wir da noch so brauchen könnten. Das heißt, wir gehen jetzt runter. Wir schnappen uns gleich unseren Jetpack wieder. Und dann machen wir die Sachen, die wir eigentlich diese und letzte Folge machen sollten. Nämlich das da hinten weiter ausbauen und die roten Energy Conduits bauen. Also die ganz, ganz tollen Stromleitungen. Oh, also bis gleich.